Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Pressestatement von unserem Herrn Bildungsminister Heinz Fassmann und ich ersuche um sein Statement. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, ich bekomme derzeit viele Mails. Die Inhalte dieser Mails sind ganz unterschiedlich. Manche schreiben, dass sie die Zeit mit ihren Kindern gut gestalten können. Andere wiederum berichten von den großen Schwierigkeiten, Homeoffice und Kinderbetreuung unter einem Hut zu bringen. Mir ist das vollkommen bewusst. Gestern ist der Bundeskanzler an dieser Stelle gestanden und hat von einer stufenweisen Rückkehr zu einer neuen Normalität gesprochen. Auch ich will in Stufen und Perspektiven denken und planen. Ich weiß, meine Damen und Herren, Sie wollen hier und nun die Antwort auf die finale Frage haben, wann sperren die Schulen und Universitäten auf? Aber ich kann diese finale Antwort heute noch nicht geben. Das wäre unseriös. Auch die Wirtschaft beispielsweise kann diese Antwort noch nicht bereitstellen. Was ich tun kann, ist lediglich auf die aktuelle Situation zu reagieren. Und das tun wir auch. Wie ist die aktuelle Stimmungslage? Ich stütze mich dabei auf eine repräsentative Umfrage über die Situation der Schulen neu in der zweiten Woche. Über 90% der 500 zufällig ausgewählten Eltern verstehen noch immer, warum wir den klassischen Unterricht bis Ende der Osterferien ausgesetzt haben. Diese Zustimmung ist mit 90% überwältigend, wenn auch leicht abnehmend. Wenige Eltern haben bisher die Betreuungsmöglichkeiten in den Schulen genützt. Die Betreuungsmöglichkeiten für die 6- bis 14-Jährigen, der Wert liegt derzeit bei unter 1%. Die Entscheidung bereitet aber für ein Drittel der Befragten kein Problem, für ein zweites Drittel ein geringes Problem und für ein drittes Drittel ein erhebliches Problem. Noch immer beurteilen die Eltern, 80% der Eltern, das Lernen zu Hause als eine Möglichkeit, als gut bis sogar sehr gut funktionierend. Und die Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und Lehrern wird mit einem glatten Gut beurteilt. Ich bleibe aber ein Realist. Das ist klarerweise eine Momentaufnahme, bringt die Schule zurück, ist etwas, was ich immer öfters höre. Und auch strenge Lehrer und Lehrerinnen erhalten eine Mail, es würde uns freuen, sie wieder zu sehen. Die Mehrheit der von uns befragten Eltern will auch eine Rückkehr zur Normalität noch in diesem Schuljahr. Und auch große Experimente mit den Schulferien will man nicht. Die sind auch ein Teil der Normalität und man will diese wieder haben. Was kann ich und was kann mein Ministerium, was können die Bildungsdirektionen in den Ländern, was können die Lehrer und Lehrerinnen in den Volksschulen, in den Mittelschulen, in den allgemeinbildenden höheren Schulen, in den berufsbildenden Schulen tun, um die Situation stabil zu halten? Ich beginne vielleicht mit einer Bitte an alle Beteiligten, an Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Lehrerinnen sowie an alle Eltern. Die Corona-Krise ist nicht die Zeit, um schulischen Leistungsdruck zu Hause zu entfalten. Aber ein geregelter Alltag zu Hause mit Zeitstruktur und Aufgaben ist ein ganz wesentlicher Faktor, um auch die Situation bewältigen zu können. Und das haben wir eigentlich bis jetzt, bis dato, ganz gut hinbekommen. Alle werden und können ihren Abschluss machen. Das ist meine Botschaft auch an Schüler und Schülerinnen. Wir werden dabei für faire Bedingungen sorgen und wir werden selbstverständlich auf die Sondersituation dieser Zeit Rücksicht nehmen. Fragen Sie jetzt mich nicht, ist exakt am 19. Mai Matura. Ich werde darüber nach Ostern informieren, gekoppelt klarerweise an die Entscheidungen des Krisenstabes und der Regierungsspitze. Wir werden die Lehrerinnen und Lehrer bitten, Lern- und Arbeitspakete für den Zeitraum bis Ende April zusammenzustellen. Die Entscheidung, ob dabei neuer Stoff vermittelt wird oder ob es zu einer weiteren Vertiefung kommt, das soll schulautonom getroffen werden. Da haben die Lehrer vor Ort am besten auch das Gefühl, was geht und nicht. Ich will aber auf alle Fälle eine Überforderung
von Schülern und Eltern vermeiden. In dieser besonderen Situation wollen wir auf jene Schüler und Schülerinnen, die aus einem schwächeren sozioökonomischen Umfeld kommen, nicht vergessen. Bei ihnen kann das Arbeiten zu Hause oft schwierig und belastend sein und vor einer möglichen Zunahme der physischen und psychischen Gewalt warnten zu Recht die Ministerinnen Aschbacher, Raab und Sadic. Mir erscheint daher eine Form der aufsuchenden Sozialarbeit wichtig, wobei das Aufsuchen klarerweise über das Telefon erfolgen soll. Wir haben im Bund oder vom Bund finanziert über 900 Schulpsychologen, Sozialarbeiter und Beratungslehrer, und die sollen aktiv mit jenen Schülern und Schülerinnen Kontakt aufnehmen, die seit Beginn dieser Betreuungsphase, also seit dem 16. März, nicht mehr erreicht werden konnten. Und sie sollen auch klarerweise mit den Direktionen in den sogenannten Brennpunktschulen sprechen, Kontakt aufnehmen und auch fragen, ob sie speziell helfen können, speziell bei diesen psychischen und sozialen Problemen. Wir wissen auch klarerweise, dass der Erfolg des Distance Learnings von der Verfügbarkeit an Endgeräten abhängig ist. Um Schülerinnen und Schülern aus einer schwierigen sozioökonomischen Lage heraus zu helfen, ergreifen wir auch Initiativen. Wir sind derzeit dabei, mit verschiedenen Institutionen Gespräche zu führen, damit technisch einwandfreie, aber vielleicht gebrauchte Endgeräte an Schulen weitergegeben werden können. Und wir werden auch Geld in die Hand nehmen, um Endgeräte für Schüler und Schülerinnen, insbesondere in der Sekundarstufe 1, zur Verfügung zu stellen. Die soziale Bedürftigkeit derer, die so ein Gerät erhalten, steht dabei im Vordergrund. Eine Konzeption wird derzeit ausgearbeitet und wird in der nächsten Woche vorliegen. In einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, und wir befinden uns unzweifelhaft in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, sind auch Stornokosten für Schulveranstaltungen eine Belastung. Es gibt viele abgesagte Schulreisen, und wir wollen sicherstellen, dass die Eltern hier keine zusätzlichen Kosten übernehmen müssen. Wir richten einen Härtefallfonds ein, den dotieren wir mit fast 13 Millionen Euro. Und der gilt für Stornierungen von Schulveranstaltungen, Schulskikursen, Sprachreisen, Sportwochen und Ähnliches. Das gilt von jetzt an bis Ende des Semesters, und nach Ostern werden wir ein genaueres Prozedere veröffentlichen, wie man zum Ersatz dieser Stornokosten kommen kann. Schließlich werden wir auch keine Elternbeiträge für Internate, Horte und ganztägige Schulangebote an Bundesschulen, und nur dort habe ich die Kompetenz, auch dies zu sagen, einheben. Wer diese nicht nützt, nicht nützen kann, soll auch nichts bezahlen. Den Ländern und Gemeinden wird von Seiten meines Ministeriums, von meiner Seite aus empfohlen, in einer ähnlichen kulanten Art und Weise damit umzugehen. Schließlich wird das Bildungsministerium um Office 365 herum ein Online-Portal für Distance Learning einrichten. Wir wollen damit so etwas wie einen niederschwelligen Zugang ermöglichen, um auch den schulischen Alltag vielleicht etwas abwechslungsreicher zu gestalten. Nicht mehr der Kontakt über Mails hin und her schicken soll dominant sein, sondern vielleicht gelingt es auch Videokonferenzen und einen leichter organisierbaren Unterricht auf die Beine zu stellen. Ich weiß, dass die jungen Lehrer hier sehr EDV-affin sind und dort gelingt es auch sehr gut. Ältere Lehrer und Lehrerinnen haben vielleicht eine gewisse mentale Distanz dazu. Wir werden daher aber auch zur Unterstützung sowas wie Online-Fortbildungen ab nächster Woche eröffnen. Soweit unser Programm für die nächsten Wochen. Was ich klar sagen kann, ist mein Interesse an einer schrittweisen Rückkehr zur schulischen Normalität. Denn Schule ist nicht nur Lehranstalt, wie es im Epidemiegesetz heißt, sondern auch ein sozialer Ort. Ein sozialer Ort, in dem Freundschaften gepflegt, Konflikte ausgetragen und das Zusammenleben miteinander erprobt wird. Und deswegen ist Schule auch ein so wichtiger Ort. Und schrittweise bedeutet für mich, jene zuerst, bei denen biografische oder schulische Entscheidungen
anstehen. Also die Maturanten, die Schüler am Ende der Pflichtschulzeit und nachher andere, aber auch nachher andere vielleicht in einer Art und Weise, dass die Schule entlastet wird und damit auch die Kontaktintensität ein Minimum beträgt. Was ich versprechen kann, ist klar, das Corona-Semester ist kein normales Semester. Auch Kinder und Jugendliche müssen die Besonderheit der Situation psychisch und mental verkraften. Zur Unwägbarkeit der allgemeinen Situation kommt vielleicht in der Familie Arbeitslosigkeit hinzu oder auch Krankheit. Wir werden daher Wege finden müssen, das Ende des Schuljahres gut über die Runden zu bringen. Das Schulrecht, und wenn Sie das Schulrecht kennen, dann sind Sie überrascht davon, wie jedes Detail im Schulrecht geklärt ist, lässt hier bei der Leistungsbeurteilung uns einen großen Spielraum. Und wir werden diesen Spielraum auch nutzen und die Kollegen vor Ort werden diesen Spielraum, glaube ich, auch mit Herz und Hirn anwenden. Dabei bin ich mir ganz sicher, dass es auch den Schülern kein Nachteil in der Notengebung erwachsen wird. Und wenn es sich bei den aufständigen Schularbeiten auch nicht mehr ausgeht, dann werden eben jene Leistungen herangezogen, die bis dato vorhanden sind. Das ist mit dem gegebenen Schulrecht gut vereinbar und das ist auch insgesamt gut so. Davon bin ich überzeugt, dass es uns gelingen wird, dieses Corona-Semester zu einem guten Ende zu bringen. Und dafür danke ich auch all den Beteiligten, den flexiblen Lehrern und Lehrerinnen, den Eltern, die derzeit eine Stresssituation erleben und sicherlich auch den Schülern und Schülerinnen, die Flexibilität zeigen, sich mit dieser neuen Situation auseinanderzusetzen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Bundesminister. Wir kommen jetzt zu den Fragen. Zeit im Bild und dann ATV und dann gehen wir weiter. Ein paar Fragen, was Sie jetzt gar nicht erwähnt haben, sind Universitäten und Kindergärten. Auch bei der schrittweisen Eröffnung kann man davon ausgehen, dass es in diesen beiden Einrichtungen keine Betreuung, keinen Unterricht, keine Lehrveranstaltungen mehr geben wird vor dem Herbst. Und zu einem zweiten Thema, für das Sie auch verantwortlich sind, sind die Tests, die Corona-Tests, die jetzt durchgeführt werden sollen bei 2000 repräsentativen Österreicherinnen und Österreichern. Bis wann werden die Ergebnisse vorliegen und was erwarten Sie sich davon? Darf ich mit der zweiten Frage beginnen? Ich habe diese Corona-Tests mit initiiert. Bin nicht der einzige Vater dieser Idee, aber es ist eine, glaube ich, notwendige Idee, die zu realisieren ist. Es handelt sich hier eben um ein großes Random Sample, eine Zufallsstichprobe von 2000 Probanden, interviewten Personen, die hinsichtlich ihres derzeitigen Immunstatus untersucht werden mit Hilfe des PCR-Tests, aber noch zusätzliche Fragen werden gestellt, Alter, höchst abgeschlossene Schulbildung, Gesundheitsverhalten und dergleichen mehr. Und das Wesentliche ist eben herauszufinden, wie ist der Immunstatus bei einer zufällig ausgewählten Stichprobe. Derzeit werden ja Personen untersucht auf Anweisung eines betreuenden Arztes, dann, wenn sie bestimmte Symptome zeigen oder auch in bestimmten Risikogebieten waren. Aber genau dieses asymptomatische Verlauf von Krankheiten fällt daher gar nicht auf. Und bei dieser Zufallsstichprobe erwarte ich mir eben, dass diese sogenannte Dunkelziffer geklärt werden kann, was natürlich eine ganz wesentliche Information ist für die weitere Strategie der Bundesregierung. Darf ich zur ersten Frage übergehen? Kindergärten und Universitäten. Die Kindergärten sind Länderkompetenz, kann ich daher nicht regeln, aber bisher haben sich die Länder, glaube ich, sehr vernünftig an das gehalten, was wir für die 6- bis 14-Jährigen vorgegeben haben. Mit den Universitäten bin ich in zahlreichen Gesprächen. Wir wollen klarerweise haben, dass die Universitäten auch in die Lage versetzt werden, die studentischen Leistungen, die im Laufe dieses Semesters erbracht worden sind, über Distance Learning, dass die am Ende des Semesters auch abgeholt werden können. Also Prüfung steht dann im Vordergrund, sicherlich keine Massenlehrveranstaltung, aber die Prüfung und damit das Einholen der Leistungen ist im Vordergrund.
Und ich habe auch den Begriff des neutralen Semesters gebraucht, des neutralen Semesters im Sinne der Familienbeihilfe, der Studienbeihilfe. Dieses Semester soll dann für die Fristigkeit von bestimmten Terminen nicht zählen, aber das ist nur ein Vorschlag, da muss ich mich mit den Universitäten auseinandersetzen. Ich werde dazu auch um eine Verordnungsermächtigung das Parlament ersuchen, um dann, wenn ich eine Regelung mit den Universitäten und den beteiligten Gruppen habe, diese auch durchsetzen zu können. Vielen Dank. ATV, bitteschön. Besteht nicht die Gefahr, wenn die Schulen jetzt selber entscheiden können, ob sie neuen Stoff unterrichten, dass dann zwei Geschwindigkeiten passieren an den Schulen? Und die nächste Frage wäre auch, wenn jetzt der Bundeskanzler sagt, die Geschäfte sollen vor den Schulen aufschließen, dass dann die Betreuungssituation an den Schulen verstärkt wird? Ich muss klarstellen, die Schulen bleiben weiterhin offen. Sie sind offen und sie werden weiterhin offen bleiben. Die Art des Unterrichts hat sich verändert. Also wenn es zu einer schrittweisen Öffnung des Arbeitsmarktes und der Erwerbstätigkeit kommt, dann wird es weiterhin eine Betreuungsmöglichkeiten für die 6- bis 14-Jährigen möglich sein. Das ist, muss man betonen, weil die beiden Dinge hängen ja irgendwie miteinander zusammen. Wenn es gar keine Schule gäbe, keine Kinderbetreuung, dann würde es für viele auch unmöglich sein, ihre Berufs- und Erwerbstätigkeiten nachkommen zu können. Fürchten Sie einen Unterricht der zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten? Ich weiß, dass Lehrer und Lehrerinnen vor Ort es am besten abschätzen können. Kann man mit ihrer Klasse schon etwas Neues machen oder muss man beim Alten bleiben, wenn sich das über einen längeren Zeitraum hinzieht? Würde man jetzt die Kollegen vor Ort nicht ersuchen, darüber nachzudenken, und sie machen nur immer das Gleiche in einer repetitiven Art und Weise, dann würde bald eine gewisse Frustration und fehlende Motivation bei den Schülern auch dahinter sein, wenn sie jetzt zum fünften Mal das Gleiche machen. Ich will das nicht zu lange ausführen, aber das ist klarerweise in manchen Fächern sehr viel leichter. In der Geografie würde man sagen, die nächsten 5 Seiten im Schulbuch sind durchzulesen und darüber ist dann vielleicht ein Exzerpt zu verfassen. Schwieriger wird es in Fächern, wo es zu einem persönlichen Kontakt kommen müsste. Ich denke, Mathematik ist so eine Sache, wo man erklären muss, kollektiv erklären muss. Aber ich glaube, die Regelung ist in Ordnung. Und ich sage es ja noch einmal, in diesem Semester steht sozusagen der pure Leistungserwerb nicht im Vordergrund. Und daher ist auch die Frage, ob es zu unterschiedlichen Erträgen der zwei Geschwindigkeiten kommt, ist hier nicht wichtig. Nächste Frage, Ö24, bitte. Eine Frage für alle Lehramtsstudierende aktuell, wenn man nun fertig ist und die Diplomarbeit vielleicht auch schon online virtuell mit dem Professor gemacht hat, will man sich natürlich jetzt bewerben. Die Bewerbungsfrist beim Stadtschulrat ist ja mit Ende Mai bis Anfang April, umgekehrt Ende April bis Anfang Mai. Soll diese Frist verschoben werden oder wie ist hier die Regelung? Nein, ich habe die Bildungsdirektionen in dem Zusammenhang schon gebeten, die Bewerbungen aufzunehmen, auch dann, wenn die Lehramtsprüfung noch nicht final absolviert ist. Dort mögen einfach die Absolventen hineinschreiben, wie die Situation ist und man kann klarerweise dann ein Diplomzeugnis nachreichen. Und das akzeptieren die Bildungsdirektionen auch. Puls 4, bitte. Wir haben die Sozialarbeiter und auch Schulpsychologen angesprochen, die sich verstärkt um eben diese speziellen Kinder, die vielleicht Bedarf haben, kümmern sollen. Da war es in der Vergangenheit schon sehr oft so, dass sich darüber beschwert wurde, dass es überhaupt zu wenig Ressourcen gibt in diesem Bereich, sprich zu wenig Schulpsychologen. Ist angedacht, da was auszubauen? Kann man da überhaupt relativ kurzfristig mehr Ressourcen in diesen Bereich hineingeben? Also wir haben, und das habe ich kurz erwähnt, wir haben 900 sozusagen Schulpsychologen, Sozialarbeiter, Beratungslehrer derzeit im System. Das ist eine ganz beachtliche Zahl. Wir müssen mit den derzeit vorhandenen Ressourcen auskommen, denn im Unterschied zu anderen Ressourcen qualifiziertes Personal so von heute auf morgen in eine Anstellung zu bringen und in eine Funktion zu bringen, ist ausgesprochen schwierig. Aber ich glaube, dass diese derzeit vorhandenen Schulsozialarbeiter, Beratungslehrer, Schulpsychologen gut eingesetzt sind und mit diesem Auftrag der aufsuchenden
Sozialarbeit auch genau das Richtige machen werden. Danke sehr. Servus TV. Zwei Fragen. Die erste, es gibt heute einen Artikel in den Salzburger Nachrichten, wo ein Schüler verlangt, dass die Matura ohne Prüfung erteilt wird. Das heißt, eine Durchschnittsnote aus den letzten Jahreszeugnissen errechnet wird und aufgrund der Situation, psychische Belastung, der Lernfluss etc. das ausfällt. Da gibt es eine Petition von 9000 Unterschriften. Viele sind dafür, viele Schüler sind vor allem dafür. Ist das für Sie ein gangbares Modell, eine Überlegung? Und die zweite Frage an Sie als Forschungsminister, noch zu den 2000 Tests. Wie ist das Setting, wie kann man sich das vorstellen? Werden da die Leute aus dem Telefonbuch gesucht, ich sage es jetzt plakativ, oder vom Meldeamt? Und wie ist der Fahrplan? Wann wird getestet? Wann gibt es Ergebnisse? Vielleicht zur ersten Frage zuerst. Diese Dinge überlege ich mir natürlich auch und ich habe vollkommenes Verständnis auch für diese Petition, weil es ist für Maturanten und Maturantinnen derzeit auch eine schwierige Situation, glaube ich, da darf man auch nicht die Augen davor verschließen. Ich möchte nur zu überlegen geben, wenn man jetzt eine ganz neue Form von Matura einführt, was bedeutet das im Vergleich zu den letzten Jahrgängen, was wird das in Zukunft bedeuten? Was bedeutet das bei den anstehenden Aufnahmeprozeduren an den Universitäten? Wie würden Sie damit umgehen? Und ich möchte auch daran erinnern, dass eigentlich die Schülervertretung selber eindeutig gesagt hat, wir wollen eine Matura haben, wir wollen jetzt hier nicht zu einem Schuljahrgang Corona werden, mit einer möglicherweise auch vielleicht etwas verächtlichen, stigmatisierten Betrachtung. Wie kann man sich die Erhebung vorstellen? Es wurden 2000 zufällig ausgewählte Personen angeschrieben, zufällig ausgewählt aus dem Datenfundus von SORA, welches hier die Hauptverantwortung für die empirische Arbeit stellt. Die Personen wurden angeschrieben und wurden eingeladen zu einer Mitarbeit. Wenn sie bereit sind zu einer Mitarbeit, dann kommt dann ein Rotkreuz-Sanitäter, der dann die Abstriche entnimmt und sie füllen auch einen Fragebogen aus und die Materialien werden dann gesammelt und im Labor der Medizinischen und Medizinuniversität Wien ausgewertet und die Daten werden dann von SORA wieder zurückgemeldet. Das derzeit läuft sozusagen die Feldphase und ich erwarte, dass die Ergebnisse, wir müssen die Feldphase kurz halten, das ist ganz wichtig, weil sonst wieder eine verzerrte Erhebung stattfinden, dass die am Freitag vielleicht vorliegen, zumindest am Laufe des Wochenendes. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zur APA mit eigenen Fragen und auch stellvertretend für die Homeoffice. Dass die Lehrer bis Ende April Material mitgeben sollen, heißt das im Umkehrschluss, dass der Notbetrieb an den Schulen bis Ende April weitergeht, so? Also der Notbetrieb geht weiter, bis sozusagen kein anderer Hinweis, keine andere Meldung von mir und der Regierungsspitze kommt. Das heißt, kein regulärer Unterricht bis Ende April? Die Materialien werden so hergerichtet für die Zeit bis April, bis Ende April. Wenn es vorher eine Möglichkeit gibt, gibt es vorher eine Möglichkeit, zu einem Unterricht zu kommen, aber realistisch gesehen, glaube ich, sollte man den April einplanen. Eine andere Frage lautet, haben Sie eine ungefähre Einschätzung, wie viele Kinder derzeit von den Lehrern nicht erreicht werden, beziehungsweise ob für den Übertritt in die nächste Schulstufe jetzt das Halbjahreszeugnis zum Beispiel entscheiden soll oder ob noch weitergehende Prüfungen stattfinden werden? Also die erste Frage, es gibt eine Erhebung von Teach for Austria, die sagen 20% können nicht erreicht werden, aber die Erhebung erscheint mir, ist keine Zufallsstichprobe, sondern das ist eine Befragung der Kollegen, die vor Teach for Austria tätig sind. Eine exakte statistische Zahl kann man nicht nennen, sie wird aber sicherlich nur in einem einstelligen Prozentbereich liegen und da denke ich auch nur in einer Altersgruppe, vielleicht eher bei den 10- bis 14-Jährigen als bei den
über 14-Jährigen. Aber das ist sehr unscharf, da haben wir keine wirklich validen Ergebnisse drüber. Und Ihre andere Frage betraf die nach der Bedeutung der Semesternote, möglicherweise für weitere schulische Entscheidungen. Unsere Beurteilungsverordnung sagt relativ klar, das, was vorhanden ist an Leistungsbeurteilungen, kann und soll verwendet werden. Semesternote, weitere Bestandteile einer Leistungsbeurteilung bis zu einem bestimmten Datum. Also da gibt es eine relativ große Freiheit der Lehrer und Lehrerinnen vor Ort und das ist eigentlich gut so. Also man kann das alles verwenden und kommt dann letztlich zu einer finalen Beurteilung. Im Homeoffice keine Bitte, ja. Doch, gerade hereingekommen noch. Sie haben es, glaube ich, vorher aber ohnehin schon ein bisschen beantwortet. Die FPÖ hat vorgeschlagen heute, dass man anstelle der Zentralmatura den Schulen wieder eine autonome Matura ermöglichen sollte, sowohl zeitlich als auch vom Stoffumfang her. Ist das für Sie eine Möglichkeit? Das ist ein interessanter Vorschlag, der uns aber in der derzeitigen Situation gar nicht weiterhilft. Weil auch eine vollkommen autonom organisierte Matura müsste Organisation haben und kennen, Vorbereitungszeit. Und derzeit ist eher die Frage, wann können wir unsere Form der Matura realisieren. Das steht im Vordergrund und nicht die Entwicklung jetzt von neuen Matura-Modellen. Gut, dann, ich glaube, es gibt keine weiteren Fragen, wenn ich das richtig sehe. Dann bedanken wir uns beim Herrn Bildungsminister und Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.